Iveco Daily Bimobil 2023 4x4 Camper with HI-MATIC automatic gearbox. Board computer screen here. Emergency lights. And it has door for accessing the camper part. From here, but it's locked now, so I will go from the rear to access it. Nice touch display with navigation. All road, 4x4, glove box here. Side window. Has mirror for the dead blind spots. Storage above the heads of the driver and the passenger. And here, Dometic system. Setup mode. Operate safely. Operate safely. Two pedals. And a lighter port here. Conditioning control. Dashboard is with screen in the middle and analog meters on the sides. Steering wheel with buttons, multifunction steering wheel. Now let's go see the rear part and more from outside. Ja, frisch, was? Ja, ja.
Okay. Ja, ja, okay. Alles zusammen sieht man von, ja. Das reicht. Schaust du in der Kabine? Das reicht. Ja. En dan zet je over vier personen in de jaal. Ja, kunt met zes toch? Zo, zo. 4x4. Wie lange dauert das, wenn ein Fahrzeug fertig ist? Also, bauen tun wir 6 bis 8 Wochen. Warten 2,5 Wochen. Wir haben auch einen Kunden, wo die immer als Expedition und der hat auch so etwas Jahre. Wo hat er gekauft? Wissen Sie das? Auch so ein. Ja, und wer hat den Aufbau? Ja, Entschuldigung, da weiß ich nicht genau. Ich habe wohl jetzt interviewt, aber die Namen fehlt mir. Hier ist ein Jahr, ist der Wagen weg gewesen. Und 2 Wochen zurück. Ganz komplett zurück. Dieses Jahr noch. Fahrt von Holland bis Himalaya, das dauert wie lange? 2 Wochen? Ja, 2, 3 Wochen. Wie schön. Nein, ihr habt keinen. Bei den Straßen wäre sehr schlecht. Ich kann hier in Europa holen. Die erste Strecke des Gehens. Ja. Am Schluss sind alles nachgebaut. Ja, 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 stimmt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Haben die aber durch Schieber stehen. Im Schieber ist das, ja. Das war ein dick Ding, Junge. Ich weiß die Namen nicht so an. Der Aufbau. So entre? Can I enter inside? I think. Natürlich sind sie die gleichen, die Erdrinnen haben, die dann halt jetzt gesammelt. Ja, aber im Schwerverkehr wird es immer Wasserstoff sein. Oder Methan oder was auch nicht. Yes. Und ich denke, wenn es mit der Erde werden, müssen wir genau mehr Methan als Sylt. Thank you.
Die sind einfach mal so drüber spaziert und dann kamen sie so abends um was weiß ich, 7 in die Kellner gelaufen und sagten, ja, also Boxkarte. Kennt man jetzt mal sie nicht. Ja.